Hallo und herzlich willkommen zu meinem Schwangerschaftsupdate zur 36. Schwangerschaftswoche. Ich möchte dieses Video relativ kurz halten, weil heute auch noch ein zweites Video online kommt. Und es soll einfach darum gehen, was mir so in den letzten 2 Wochen aufgefallen ist, weil die letzte Woche hatte ich euch ja meine Kliniktasche gezeigt, was sich so geändert hat oder auch nicht. Und wir beginnen mal mit dem Thema Schlaf. Ich hatte ja in dieser Schwangerschaft eigentlich relativ Glück, was das Schlafen anbelangt. Ich konnte recht gut schlafen, ich hatte wenig Schlafstörungen. Das hat sich jetzt so in den letzten 2 Wochen vermehrt. Also ich muss mindestens 2-mal die Nacht raus, einfach weil ich auf Toilette muss. Und ich wache wirklich davon auf, dass mir der Bauch weh tut. Also mir tut wirklich der Bauch weh, wenn ich auf Toilette muss. Und es ist auch schwierig, dann sich erstmal aufs Bett hoch zu quälen. Und es ist wieder stärker geworden mit diesen Restless Legs, so nennt man dieses Syndrom, glaube ich. Also, dass man einfach das Gefühl hat, die Beine nicht stillhalten zu können. Die Symphysenschmerzen sind im Liegen wieder schlimmer geworden. Und einfach, dass ich nicht einschlafen kann oder wenn ich dann nachts aufwache, erstmal noch eine Weile brauche, bis ich wieder einschlafen kann. Aber das hält sich alles noch in Grenzen, das geht alles schon noch. Aber es ist mir halt einfach aufgefallen, dass das jetzt so ein bisschen problematisch geworden ist. Was auch noch so ein Problem ist, ist die knappe Luft. Also ihr hört es schon, wenn ihr mir hier jetzt gerade zuhört, dass ich immer mal wieder nach Luft schnappen muss. Das Baby liegt halt sehr, sehr hoch. Ich bin auch gespannt, ob es runterrutschen wird. Vince ist ja bis zur Geburt nicht runtergerutscht. Also der saß die ganze Zeit da oben und ich musste dann halt unter der Geburt, unter den Wehen, dann halt einiges dafür tun, dass er runterrutschte. Also das hat halt im Vorfeld einfach nicht stattgefunden. Mal gucken, ob das jetzt wird. Also Treppensteigen und so, das ist schon relativ anstrengend für mich. Oder so eine längere Zeit einfach mit euch sprechen. Da muss ich auch immer mal wieder Luft holen. Aber das kenne ich schon von Vince. Was sich in Grenzen gehalten hat, nach wie vor, ist das mit dem Sodbrennen. Dadurch, dass das Baby halt relativ hoch liegt, kommt es natürlich vor. Aber es ist dann nur ein ganz, ganz kurzer Zeitraum. Wenn überhaupt, dann trinke ich ein Glas Milch. Ich muss aber nicht irgendwie Renny oder sowas nehmen. Bei Vince war ich auf Renny wirklich angewiesen. Ich habe dann manchmal 2 auf einmal genommen, weil es sonst gar nicht gegangen wäre. Also damit habe ich auch wirklich großes Glück. Ich hatte ja gehofft, dass ich in dieser Schwangerschaft von den Wassereinlagerungen dass mir die Wassereinlagerungen erspart bleiben. Sieht jetzt leider nicht danach aus. Also bei Vince haben sie wesentlich früher angefangen. Da bin ich schon mal froh, dass es später eingesetzt hat. Bei Vince war es ja wirklich richtig, richtig, richtig arg schlimm. Ich hatte ja dann so ein mega aufgedunsenes Gesicht. Auch jetzt, finde ich, ist mein Gesicht schon breiter geworden, auch hier so am Hals. Aber der Rest geht halt noch. Bei Vince hatte ich so riesen Füße, die haben in keine Schuhe mehr gepasst. Und das war wirklich, es war ja Sommer, da ging es schon noch. Also jetzt bei den Temperaturen wüsste ich nicht, was ich machen sollte, wenn ich meine Schuhe nicht mehr reinpasse. Deswegen bin ich froh, dass die Wassereinlagerungen erst jetzt losgehen und auch noch nicht so stark. Und ich versuche das halt wieder so einzudämmen mit den Methoden, die ich auch schon bei Vince ausprobiert habe. Auch dazu hatte ich ja bei Vince ein Video gedreht. Das verlinke ich euch nochmal, da könnt ihr euch das mal ansehen, was ich da so alles ausprobiert habe. Und das mache ich halt, wie gesagt, jetzt auch wieder. Ich habe es halt vermehrt in den Fingern, also ich kann meinen Ehering nicht mehr tragen und in den Füßen. Es zieht sich noch nicht irgendwie die Beine hoch oder so. Ich versuche halt, wenn es geht, immer die Füße hochzulagern, auch die Hände möglichst oben irgendwo zu halten. Wie gesagt, keine Ringe oder irgendwas umzumachen. Wenn es geht, sogar die Socken auszuziehen, damit die Bündchen nicht an den Beinen einschneiden. So Kleinigkeiten, Brennnesseltee trinken. Ihr könnt euch das Video angucken, dann wisst ihr, was ich gegen die Wassereinlagerung mache. Aber sie sind halt jetzt gekommen. Ich hoffe, dass es halt so bleibt, wie es jetzt ist, also dass es nicht stärker wird, dass es sich nicht wieder so doll auch in den Beinen hochzieht, dass ich solche Elefantenbeine kriege und dass die Füße nicht gar so doll anschwellen, dass ich das halt jetzt einfach im Griff habe weiterhin. Meine Hebamme hat nur gesagt, als ich gefragt habe, was ich denn da schon so vorbeugend tun kann, sie sagte, regelmäßig essen und viel trinken, damit der Körper nicht das Gefühl kriegt, irgendwie Reserven anlegen zu müssen. Daran habe ich mich eigentlich gehalten. Aber ich habe fast damit gerechnet, dass irgendwann diese Wassereinlagerungen wieder kommen werden. Es ist schön, dass es so spät ist. Ich hoffe, es wird nicht so schlimm. Wir werden sehen. Was ich jetzt noch hatte, war trockene Haut.
Ich neige, also hauptsächlich im Gesicht. Im Gesicht neige ich überhaupt gar nicht zu trockener Haut, eher im Gegenteil. Jetzt habe ich halt gemerkt, es spannte, es fing an gewissen, in gewissen Bereichen, gerade hier so um die Nase, auch zu jucken tagsüber. Und sonst war es so, ich habe mir einmal am Tag, und zwar morgens, das Gesicht eingecremt. Jetzt mache ich es wirklich zweimal am Tag und manchmal sogar auch noch zwischendurch. Und die Augen sind ganz, ganz trocken. Da benutze ich jetzt eine Augencreme von Alterra. Mit der bin ich auch sehr zufrieden. Aber gerade so die Augenlider, die sind manchmal so trocken und jucken. Und man möchte sich gar nicht schminken, weil es irgendwie unangenehm ist. Das hatte ich aber auch schon bei Vince. Also das weiß ich, das hatte ich auch bei Vince. Das ist jetzt nichts Neues für mich. Und außerdem hatten wir ein Babybauch-Shooting. Also ich hatte ja bei Vince kein Babybauch-Shooting und ich wollte das dieses Mal unbedingt machen. Und ich hatte eine ganz, ganz liebe Fotografin hier wirklich bei uns zu Hause. Und wir haben sowohl Fotos von mit Vince gemacht, nicht so viele, weil er das einfach auch nicht mag. Auch wenn wir so privat Fotos machen, er mag es halt einfach nicht gern und dann muss er auch nicht. Wir haben ein paar richtig coole, tolle und da freue ich mich auch drüber, halt ein paar mit Manu gemacht und einige dann auch alleine gemacht. Ich wollte das diesmal unbedingt machen, wie gesagt, weil wir es bei Vince einfach nicht hatten. Da habe ich ganz, ganz wenige Fotos von meinem Babybauch. Ich bin froh, dass ich in dieser Schwangerschaft recht oft meinen Bauch fotografiert habe und jetzt halt auch dieses Shooting hatte. Ich hoffe, ich schaffe es noch, einen Gipsabdruck zu machen. Das hatte ich ja bei Vince. Und ich hoffe, dass ich es jetzt noch auf die Reihe kriege, auch noch einen zu machen. Wenn nicht, ist nicht ganz so schlimm. Dann hatte ich halt bei Vince den Gipsabdruck und jetzt das Babybauch-Shooting ist auch okay. Aber ich hoffe, ich schaffe es noch, den Gipsabdruck zu machen und den dann auch so schön gestalten zu können, wie ich es mit dem von Vince gemacht habe. So, ich merke es heute wirklich extrem mit meiner Puste. Ich muss ständig Luft holen und ich habe das Gefühl, das Video wird schrecklich für euch zum Ansehen, weil ich so eine Schnappatmung habe. Aber es geht wirklich gerade nicht anders. Und ich möchte es auch an dieser Stelle eigentlich das Video beenden. Ich werde euch noch kurz meinen Bauch zeigen, der jetzt nicht irgendwie nochmal großartig gewachsen ist, aber er ist auch groß genug. Und dann werde ich das Schwangerschaftsupdate für diese Woche beenden. Weil, wie gesagt, heute ja noch ein zweites Video online kommt. Und wie ich es die letzten Wochen auch schon gesagt habe, wir werden sehen, ob wir uns nächste Woche wiedersehen oder nicht. Das ist ja jetzt immer so, Baby kann ja jetzt jederzeit gerne bitte unbedingt kommen. Wir werden also sehen. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Und ich zeige euch jetzt noch meinen Babybauch. Ja, so sieht er halt jetzt, wie gesagt, aus. Ihr seht, da hat sich nichts gesenkt, aber wie gesagt, davon gehe ich auch nicht unbedingt noch aus, weil es bei Vince halt auch nicht so war. Ich habe Wehen schon sehr, 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 sehr viele anstrengende über den Tag verteilt. Das war bei Vince zum Beispiel auch nicht so. Bei Vince war es so, abends konnte ich mir fast die Uhr danach stellen, hatte ich so eine Stunde lang Übungswehen. Die waren auch gut auszuhalten. Aber die jetzt sind wirklich über den ganzen Tag verteilt. Zum Teil muss ich die schon ein bisschen veratmen. Also sie tun jetzt nicht weh. Aber das Ding ist, dass quasi mein komplettes Blut in den Bauch zur Gebärmutter fließt und mir sonst schwindelig werden würde, wenn ich nicht richtig atmen würde. Genau, das ist aber wie gesagt mein Bauch, der noch relativ hoch hängt, der auch immer noch schön groß ist, was man auf den Babybauchbildern auch richtig, richtig gut sieht, wie mächtig der doch ist. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!